Gegen Fribourg-Gotteron hier die erste Szene. Schlegel wird da noch etwas behindert und Benoit Jecker erfasst die Situation sehr schnell, bringt sein Team in der vierten Spielminute mit 1:0 in Führung. Aber Josephs, er buxiert da eben Jobin in Schlegel, deshalb kein Foulspiel. Und dann dieser Scheinverlust in der neutralen Zone. Di Domenico schaltet sofort. Brodin eiskalt hier. Der hat zuerst noch Mühe, die Scheibe anzunehmen und realisiert dann, dass er genug Zeit hat. Dann noch für ein kleines Kunststück hier. So, Schlegel also machtlos. Hier nicht machtlos. Das nur 35 Sekunden nach dem 2:0 für Fribourg-Gotteron. Mauro Jörg mit dem 3:0. Und das ist dann das Tor von Romain Löffel. Einer der Spieler, die im Punkto Substanz dem HC Lugano vieles zurückgebracht haben nach seiner Rückkehr. Romain Löffel trifft in seinem dritten Spiel in Folge seit seinem Comeback vor einer Woche und ist jetzt hier also für das erste Tor des HC Lugano heute Abend gegen Fribourg-Gotteron verantwortlich. Auf dem falschen Fuß erwischt wird da Reto Berra. Fazzini. Dann Lattalo Tor. Nur noch 2:3. Die Verteidiger treffen hier im Heimspiel gegen Fribourg-Gotteron. Zuerst Löffel, dann der Pfostenschuss von Riva und jetzt Santeri Alatalo mit dem Tor zum 2:3. Fazzini, der Topscorer, mit dem Assist. Frage, ob die Scheibe hier noch abgelenkt wird. Daniel Carr und Mark Arcobello stehen da. Fazzini. Tor! Der Ausgleich, 3:3. Luca Fazzini im ersten Drittel hat auch er noch über die Scheibe gehauen. Jetzt trifft er hier. 11. Saisontreffer für Luganos Topscorer und das dann im Alleingang. Man lässt ihn gewähren. Noch genau 5 Minuten im dritten Drittel. Und jetzt auch für Reto Berra. Ein doofes Gegentor, das er kassiert. Und Derne, David Derne, verpasst die aber Marschall mit Entscheidung. Shorthander für Fribourg-Gotteron. Also das ist dann auch ein Drama von einem Ende hier. 64. Minute, Fribourg-Gotteron in Unterzahl. Hier versucht Marchand wie Brodin, aber kommt da nicht um Schlegel herum. Allerdings verliert dieser seinen Stock und Fribourg-Gotteron bleibt im Scheibenbesitz. Dann der Abschluss. Derne, auch da klappt es noch nicht. Marchand dann mit Entscheidung. Und Fribourg-Gotteron gewinnt erstmals ein Spiel, das länger als 60 Minuten dauert. 4:3. Zum zweiten Mal setzt man sich gegen Lugano durch und holt sich also hier 2 Punkte, wenn man auch einen 3:0 Vorsprung erst einmal noch verspielt hatte. Dennoch Happy End für die Freiburger.